Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vanlife Interviews hier bei Globetrotter Ausrüstung. Wir sind hier am Skandinavien-Kai in Travemünde, denn wir wollen auf die Finnlines-Fähre. Und zwar mit den Bloggern vom Nordland-Blog Conny und Sirko. Die nehmen mich mit und jetzt schauen wir uns mal ihren Van an. Hi! Hi! Hallo. Ich habe euch gefunden. Super. Genial, grüß dich. Ihr habt ja ein Wahnsinnsfahrzeug. Ich würde es fast Monster nennen, wenn ich mir hier irgendwie diese Höhe angucke und diese wahnsinnigen Reifen. Wollt ihr mir den mal kurz zeigen? Wir warten jetzt sowieso, bis wir auf die Fähre können. Dann machen wir schon mal unsere erste kleine Roomtour. Gerne. Wir Super. Zeigen dir mal was. Guck mal hier. Das ist auch mal eine Höhe hier. Da kann man sich anlehnen. Wie? Darf ich vor? Sehr gerne. Dann hast du mehr Platz, uns hier alles zu zeigen und zu erklären. Ja, willst du mal rein in das kleine Bad schauen? Da gibt es nämlich auch zwei Sachen zu entdecken. Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein, alles ja? gut. Ach, hier, komm. Waschbecken? Ist das Waschbecken die Toilette? Nein, das musst du einfach hier öffnen und rausziehen. Das ist natürlich, das ist ja tricky. Genau so ist es. Die Schiebetür ist doch eine Kältebrücke, wo es unangenehm im Winter von der Kälte abstrahlt. Ja. Und da helfen diese Vorhänge. Das Gleiche, was Conny gerade sagte, haben wir in Richtung Fahrerhaus. Das ist nur ein Vorhang mit einem gigantischen Effekt, wie wir inzwischen als Erfahrung so teilen können. Und vor allen Dingen ist es ganz simpel, weil wir im Sommer wirklich das Moskitonetz dagegen tauschen. Ja, ja. Also ihr wusstet auch beim ersten Fahrzeug schon, ihr seid Nordland-Blogger, ihr wollt in den Norden. Was waren, sagen wir mal, die drei wichtigsten Dinge, wo ihr gesagt habt, das muss das Fahrzeug haben? Drei, vier wichtigsten Dinge. Eine Wintertauglichkeit. Idealerweise von den Maßen her eher so weit als möglich kompakt. Also schon, dass man über eine Woche hinaus hier gut zurechtkommt und drin leben kann. Aber dass wir eben halt bei einer Länge idealerweise bei 6 Metern bleiben, kleinen Wendekreis haben. Man hat oft schmale Straßen, enge Straßen, Tunnel etc. Also da wollten wir schon flexibel sein und eben halt skandinavische Straßenverhältnisse berücksichtigt wissen. Der Allradantrieb war uns wichtig, auch unter dem Aspekt. Nicht, dass wir jetzt die ganz großen Offroad-Spezialisten sind und in Island furten, aber es gibt schon die eine oder andere abgelegene Straße oder mal den abgelegenen Stellplatz, wo sich das bewährt hat und bestätigt hat. Bis hin eben halt auch zu Winterbedingungen, wo wir eben halt auch Frotrum waren, Allrad zu haben. Das waren so die Key Features. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam einsteigen. Ich fände es toll, wenn ihr mich einfach mitnehmt. Sehr gerne. Und wir Sehr auf gerne. Der Fähre noch ein bisschen weiter plaudern, wie es dazu kam, dass ihr eben Fulltime-Blogger geworden seid. Sehr Gut, gerne. Ich bleibe einfach hier sitzen. Willkommen an Bord, ne? Kann man sagen. Ja. Wollen wir einfach einchecken in den Kabinen und dann uns an Deck wieder treffen? So machen wir es. Alles Perfekt. Klar. Dann Schiff ahoi. Ciao. Ich sehe das Meer und die Sonne. Endlich. Meer, Sonne. Ach. Fantastisch. Oh, ganz schön windig hier in eurem Skandinavien. Ja, das gehört dazu. Das macht den Kopf frei. Wollen wir ein bisschen in den Windschatten gehen? Ja, na klar. Können wir einfacher sprechen miteinander, wenn wir den mit finden. Hier. Gute Idee. Oh, und in die Sonne. Perfekt. Bei euch steht ja auf dem Pullover dein Kompass für den Norden. Eure Kompassnadel zeigt auch natürlich sowieso immer nach Norden, aber ihr folgt auch dieser Kompassnadel. Was fasziniert euch so an Skandinavien? Ja, da müssen wir vielleicht etwas zurückspringen, weil für uns war das jetzt auch nicht der Plan oder historisch ewig bedingt. Es war eher so eine Schockliebe, als wir 2009 im Herbst kurzfristig und spontan eine Woche Urlaub in Dänemark an der Nordsee verbracht haben.
und so fasziniert waren von dieser Entschleunigung, von dieser Ruhe, von diesem Erholungseffekt, auch von der Mentalität der Menschen, dass wir gesagt haben, wenn das in Dänemark schon so sensationell ist, müssen wir irgendwie noch nördlicher. Wie geht das noch weiter? Ein Jahr später haben wir uns dann noch ein Stückchen weiter nördlich getraut, haben ein Bed and Breakfast besucht und sind mit dem Pkw durch die halbe Nacht gefahren und haben uns da auch wieder Schock verliebt, als uns mitten in der Nacht ein alter Mann dann dieses Bed and Breakfast öffnete und wirklich mit so einer Bummelmütze da stand und uns unser Zimmer gezeigt hat. Und wirklich auch diese Herzlichkeit, wir wurden da sofort, ja, der hat uns gefragt, ob wir noch was essen wollen. Es war mitten in der Nacht, die Küche war schon längst geschlossen. Dann hat er uns halt eben ein Zimmer gezeigt und dann am nächsten Tag sind wir quasi zum Frühstück gegangen und da haben wir uns erstmal ausgetauscht. Und das war so ein herzliches Beisammensein. Also das ist dort nicht so klassisch gewesen, dass man immer für sich war, sondern man wurde an eine lange Tafel platziert und man war mit den anderen Urlaubern ständig beisammen. So, und auch die Familie, die dort mitgelebt hat auf dem Hof, die war halt immer zugegen. Ja. Und das ist halt eben so was Familiäres gewesen, dass wir ja seitdem eigentlich nur noch nach Norwegen gereist sind und haben ja immer weitere neue Locations für uns entdeckt, kann man Wann sagen. Seid ihr das erste Mal mit einem Camper oder mit einem Van unterwegs gewesen? Das war 2017 und einfach aus der Zeitplanung heraus mit dem Fahrzeug im nächsten Campingfachmarkt das Notwendigste gekauft haben, an Bord geworfen haben und gleich hoch nach Norwegen geschossen sind. Und nach einer Woche wollten ihn wieder verkaufen. Und wollten ihn nach einer Woche dann schon fast wieder verkaufen. Aber verkaufen, weil einfach ihr dachtet, nee, das Campen ist nichts für uns. Oder war es euch zu eng? Wir standen uns ständig im Weg. Wir haben gesagt, um Gottes Willen, was haben wir getan? Auf so kleinen Raum, so viele Wochen? Nee, das geht überhaupt nicht. Das heißt, ihr habt auch gar nicht das getestet. Ihr habt gleich Ding gekauft und los. Genau. Ja, nicht mal vorher mal eine Woche irgendwie Camping ausprobiert. Nein, gleich Nägel mit Köpfen. Das war Vision, Fantasie, Euphorie. Wir hatten den bestellt. Sicherlich haben wir auf einer Messe mal in so einem Teil vorher drin gesessen, aber die Reise hat das für sich. Die Art dieses Urlaubmachens nicht ausprobiert. Nein. Ja, wenn schon, dann schon. No risk, no fun. Und was war dann der Moment, dass sich das doch sozusagen zu einer Liebe umgedreht hat? Also, man ist dann im Norden, ne? Man geht viel wandern, man ist viel draußen und dann fängt man an, das auch zu genießen, dass man halt irgendwo ankommt, dort ist und dort bleiben kann. So, und dann abends am Lagerfeuer gesessen und dann verkehrt sich das irgendwann. Mit einem Campervan bist du eben halt absolut flexibel. Du sagst, Mann, was sagt der Wetterbericht? Fahr mal Richtung Küste, fahr mal Richtung Fjell in die Gebirge. Das ist eben halt das, was wir lieben. Ihr seid ja Fulltime-Reiseblogger, zum Beispiel auch hier im Magazin hier von der Fährgesellschaft vertreten mit einem Beitrag. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es wirklich dieser absolute Traumjob? Man hat Urlaub den ganzen Tag, ne? Kriegt sozusagen Geld, wird überall eingeladen. Ab und zu muss man ein kleines Foto veröffentlichen. Und ansonsten ist es Füße hoch und Traumleben pur. So ist es doch wahrscheinlich, oder? So stellen sich das viele vor, auch wir am Anfang, aber so ist es leider nicht. Das heißt, ihr habt vorher auch gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein Berufstraum. Ne? Genau, und wie hast du das denn vorher vorgestellt? Na, man kennt das ja aus den Urlaubsreisen, ne? Und man denkt halt, man fährt an schöne Orte, man genießt die schönen Plätze, man isst gut, man genießt einfach das Dasein, macht nebenbei ein paar Bilder, stellt die online und dann geht es schon los. Schon fließt die Kohle. Kommt die Moneten, genau. Ja. Aber so ist es halt nicht. Also das Reisebloggen ist tatsächlich harte Arbeit. Und das haben wir nach dem zweiten Jahr eigentlich so richtig mitbekommen, als wir dann gewachsen sind. Also am Anfang ist alles tatsächlich noch Spaß und auch angenehm. Und dann fängt es aber an, zur Arbeit zu werden. Ja. Und man merkt erstmal, was alles drum und dran hängt. Fängt bei der Webseite an. Geht weiter bei dem ganzen technischen Equipment, der Organisation der Reise, Vorbereitung. Sicherlich versuchen wir uns treiben zu lassen und diese Freiheit zu genießen und zu nutzen. Aber mit einer gewissen Größe oder Reichweite kommt Verpflichtung dazu. Man hat Termine, man hat Absprachen vor Ort.
Ja, das sieht natürlich in den sozialen Medien und auch auf der Webseite immer alles nach Dauerurlaub aus. Und auch viele in unserem Umfeld denken, wir sind jetzt seit einigen Jahren im Dauerurlaub. Aber ein Beispiel, wir waren vorletztes Jahr an einem norwegischen Nationalberg, das Fotomotiv schlechthin, und der war halt in Wolken und wir brauchten das Bild. Wir haben dort eine Woche gewartet, bis der aufgezogen ist, der Gipfel. Ja, alle haben nachher das eine tolle Bild gesagt, oh, die haben wieder Glück und die haben immer schönes Wetter und ist immer alles toll. Dass wir da eine Woche für gebraucht haben, sieht man eben auf diesen Bildern nicht. Autoren seid ihr jetzt eben auch, nicht nur im Web findet man euch, sondern auch es gibt jetzt sozusagen richtig aus Papier Hardcover Bücher von euch. Ja, das war zum Beispiel etwas, was wir uns mal vorgenommen haben, alles selbst zu machen. Wir haben gesagt, wenn wir irgendwann mal ein eigenes Buch machen, natürlich auch im Eigenverlag. Dann kam aber Corona, dann kam ein Verlag mit einem tollen Angebot, wo wir gesagt haben, dann machen wir das halt mal mit einem Verlag, um daraus zu lernen, können und wollen und werden aber jetzt schon für die Zukunft sagen, das nächste Buch wird dann im Eigenverlag erscheinen. Ja. Das heißt aber dann tatsächlich für die, die jetzt mit diesen Gedanken spielen, wenn man das ernsthaft betreiben will, braucht man einfach Sitzfleisch und nach Möglichkeit auch einen Puffer, also ein paar Rücklagen, um einfach diese lange Aufbauphase durchzuhalten. Richtig. Definitiv. Und es gibt eine sogar offizielle Statistik, dass in der Zeit zwischen 2 und 3 Jahren die meisten Blogger aufgeben oder überhaupt in dem Metier, im weitesten Sinne freie Autoren und so weiter, weil dort eben halt genau dieser Knackpunkt, so diese Treppe ist in eine professionelle oder semiprofessionelle Liga. Die Herausforderungen zunehmen, wie gesagt, die Ansprüche auch in administrativer Hinsicht. Das ist Buchhaltung, was Conny sagte. Steigen auch halt eben die Kosten. Also mit zunehmendem Gewinn steigen halt eben auch auf der anderen Seite die Kosten. Sei es für Newsletter, sei aber es für die Webseite. Aber dann, wo wir jetzt sehen, dass es eben nicht das Einfachste ist, quasi vom Reisen zu leben, wenn man das so flapsig sagen kann, trotzdem die Frage, würdet ihr es wieder tun? Ja. Ja. Das ist nämlich dann eindeutig. Seid ihr ja Fulltime-Vanlifer und Fulltime-Blogger. Das ist ja was viele sich sozusagen vorstellen für sich als Lebensentwurf, bevor sie eigentlich ihren Job starten, gesettelt sind und so weiter, ihren Freundeskreis aufbauen, Familie gründen, pipapo. Ihr habt es umgekehrt gemacht. Ihr hattet gute Jobs, ihr hattet euren Freundeskreis, ihr wart angekommen als erwachsene Menschen irgendwo und habt dann gesagt, nee, das war es noch nicht. Wir starten noch mal ganz neu. Wir fangen ganz neu an. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit euch. Komm, das machen wir einfach in der Kabine. Wie war der Prozess? Ist das langsam gegoren und ihr wusstet schon, irgendwann werdet ihr aussteigen? Oder? Naja, also ich habe 50 bis 70 Stunden in der Woche gearbeitet und das war auch mein Ding. Also ich war geschäftsführende Gesellschafterin und stand mitten im Berufsleben. Und mir hat der Job auch verdammt viel Spaß gemacht. Habe aber dann gemerkt, dass ich mit der Belastung in manchen Situationen nicht mehr zurechtkomme und dass ich halt eben einen relativ hohen Preis zahle für den Erfolg, den ich tatsächlich mit meinem Laden hatte. Und ja, das einschneidende Erlebnis kam dann eigentlich eher schleichend, also es waren gesundheitliche Probleme tatsächlich. Das fing eigentlich ganz harmlos eigentlich mit einer Erkältung an und hat sich dann immer weiter gesteigert und keiner konnte mir eigentlich helfen. Bis es dann von heute auf morgen so schlimm geworden ist, dass wir zum Arzt gefahren sind und die mich dann gleich dort behalten haben. Und dann ging eigentlich eine lange Prozedur los und ich in Vollgas war quasi. Mhm. Also ich war ja jeden Tag unterwegs auf Action und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal Stillstand, ne, im Krankenhaus. Man fängt an nachzudenken und weiß eigentlich, dass man vielleicht die letzten Jahre nicht so richtig gelebt hat. Also man war zwar jeden Tag unterwegs, aber man hat nichts für sich selbst getan. Und dann war der Punkt für mich schon klar, dass ich ein anderes Leben für mich möchte. Und die Diagnose, die ich gestellt bekommen habe, also es ist eine Autoimmunerkrankung und ist halt auch nicht heilbar. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele gute Jahre ich noch habe. Und ja,
da haben wir das zum Anlass genommen und haben halt unseren Ausstieg vorbereitet. Ihr habt ja mit diesem Gedanken, eigentlich diesen Traum hattet ihr schon, auszusteigen, neues Leben anzufangen. Auch vielleicht erstmal, wir sparen Geld, wir reisen und dann gucken wir, was passiert. Irgendwann. Und jetzt plötzlich stand so eine Dringlichkeit vielleicht im Raum. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, dass Conny gesagt hat, okay, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Was ist dann bei dir passiert sozusagen? Was hat das bei dir ausgelöst? Ja gut, dadurch, dass wir den Gedanken schon hatten und uns nicht erstmalig neu damit befassen mussten, ja, dass über Nacht dein ganzes Leben umgekrempelt wird, haben wir es relativ schnell als die gelbe Karte des Lebens so für uns interpretiert und gesehen und auch gesagt, okay, das hat für uns eine Bedeutung, das muss eine Bedeutung, das muss eine Konsequenz haben und die lag letzten Endes daran, den ganzen Prozess zu beschleunigen, zu sagen, wir wissen nicht, wie lange manche Dinge noch gehen, wie viele gute Jahre wir haben. Wir haben im bekannten privaten Umfeld viele andere ähnliche Lebensentwürfe gesehen, die dann wie Seifenblasen geplatzt sind, weil eben dann Krankheiten, Todesfälle oder ähnliches diese Lebensmodelle, diese Entwürfe zerstört haben. Und dann haben wir gesagt, was soll das? Was soll überhaupt übrigens auch passieren? Ja, das ist immer die Frage, ja, Karriereknick, Einkommensprobleme, wie auch immer. Wir haben gesagt, wir könnten ja jederzeit irgendwo wieder einen Job anfangen, aber lass es uns versuchen. Mhm. Lass es uns versuchen, auch echt zu leben, Erlebnisse zu sammeln und nicht nur jede Woche zu funktionieren. Ist es denn auch so, dass sich euer Leben dahingehend verändert habt, dass ihr das quasi körperlich, gesundheitlich merkt, dass ihr einen anderen Lebensstil jetzt habt? Absolut. Absolut. Also man merkt sofort, dass die Anspannung abfällt. Also ich hatte zum Beispiel immer ganz verspanntes Genick, Schultern und so weiter, weil man ist ja trotzdem als Geschäftsführerin, man hat ja jeden Tag unzählige Probleme auch zu lösen. Ne? Und das trägt man irgendwo auf den Schultern und das ist dann wie abgefallen. Und wenn man in dem weiten Skandinaviens unterwegs ist, da hat man den Stress nicht. Ne? Ja. Also man ist in der Natur, man fühlt sich frei, man fühlt sich wirklich lebendig. Ne? Und das hat uns die letzten Jahre halt einfach gefehlt. Ja. Auch in der Differenzierung zwischen positiven und negativen Stress. Es ist teilweise nicht weniger hektisch, manchmal auch durchaus stressig, gerade im Umfeld unserer Projekte. Aber es ist positiver Stress, es ist selbstbestimmter, deutlich weniger fremdbestimmt. Und im Rückblick auf die letzten Jahre haben wir viel mehr für uns an Erlebnissen, an Ereignissen, an unauslöschlichen Eindrücken gesammelt, als in der Zeit in 10 Jahren zuvor zum Beispiel. Dr. Wald, sage ich immer. Also man geht im Wald und man kann sich einen Arztbesuch quasi sparen. Also das ist meine Philosophie. Und ja, wenn wir unterwegs sind, wir sind halt eben auch viel draußen. Wir wandern, wir nehmen eigentlich auch jede Wanderung mit, die es so gibt. Ne? Oder sitzen halt eben gemütlich vorm Rennen, also draußen. Ja. Das ist wichtig für uns. Ich danke euch, dass ihr diesen tatsächlich intimen Moment mit mir geteilt habt und würde sagen, weil wir jetzt so viel über die Natur gesprochen haben, dass wir nochmal an Deck gehen und sagen, diese Luft nochmal hier jetzt um uns spüren und nochmal aufs Meer gucken, bevor wir dann tatsächlich ja auch wieder an Land gehen. So machen wir das. So machen wir das. Sehr gerne. Ich danke euch. Gerne. Da hinten die Öresundbrücke. Oh ja. Wow. Seid ihr da schon drüber gefahren auch? Ja. Ja, schon einige Male und es ist immer wieder ein Erlebnis, weil es ist dann auch noch so ein finales Etappenstück auf dem Weg in den Norden. Ja. Und auch da geht es darum, die Richtung muss stimmen. Also lieber da lang als dort lang. Kommt was nach Norden. Hier, da sieht man schon Malmö. In der Sonne, in der Abendsonne. Unser Ziel, Malmö in der Abendsonne. Das ist schon Europa vom Feinsten und hier fängt halt der Norden an für uns. Na dann jetzt ab ins Auto und auf ins Malmöer Nachtleben. Genau, würde so ich sagen, in dem Sinne. Das nehmen wir aber nicht mehr dann auf. Das lieber war nicht privat. Ja. Aber du zahlst. Ja, ich zahl. Kein Problem. We'll be right back.
Willkommen in Malmö! Ich habe euch gar nicht gefragt, wie euer gutes Stück heißt. Der hat doch bestimmt einen Namen hier, das kleine große Monster. Morten. 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 Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit Morten auf eurer Reise nach Schweden, durch Schweden. Vielen Dank. Ich darf ja gleich leider wieder umdrehen, fahr nach Hause. Und wir fahren mit Morten in den Norden. Ihr fahrt mit Morten in den Norden. Unser kleiner Zweitslogan, die Subheadline, wie es so schön heißt. Ja, und insofern freuen wir uns auf wundervolle Zeit im Licht des Nordens. Es ist mal wieder so, wie wir es uns vorstellen. Klare Luft, herrliche Abendfarben, warme Abendsonne, ein Traum. Letzte Frage habe ich noch, Grundsatzfrage, warum überhaupt reisen? Ja, Reisen ist jeden Tag ein anderes, neues Erlebnis, ist die Chance, jede Menge neue, nette Menschen kennenzulernen. Neue Abenteuer. Den Horizont zu erweitern, Ereignisse, Erlebnisse zu sammeln, statt materieller Dinge im hohen Maße. Wir sammeln jetzt Bilder und keine Geldscheine. Ja. Ich habe noch was zum Abschluss mitgebracht. In den anderen Folgen haben wir immer einen Kaffee getrunken. Ich habe jetzt hier schönes skandinavisches Bierchen. Dankeschön. Ich habe leider nur zwei, wir teilen es uns einfach. Ich mach's dir auf und dann reiche ich es rüber. Ach, zusammen. Ihr trinkt zusammen? Na gut. Achtung! Prost! Stilecht! Score! Zum Wohl! Trinkt ihr zuerst? Ich möchte nicht ganz alleine. Du kannst auch nur so tun! Prost! Du musst nicht! Ich hätte doch besser einen Kaffee gekocht. Prost! Ach, schön, die Abendsonne Schweden. Entlässt uns in den Abend. Wir sagen Tschüss, schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder bei was auch immer Globetrotter sendet. Schöne Reise, macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Hade, hade. Hade, bra. So, das waren die 0,0. Mehr dürfen wir nicht trinken. Wir sind in Schweden, 0,0. Den Rest, den heben wir uns auf für später. Wir hatten ja sonst auch immer noch so, das müssten wir machen, weil vielleicht machen wir das dann auch, ne? Dass einer, also wer auch immer, raus geht rückwärts und wir jetzt hier noch so privat ein bisschen talken und darüber kommt schon der Abspann und so weiter. Aber dann mach du das doch gleich beim Weggehen einfach rückwärts. Dann haben wir's. Weißt du? Renn nur nicht gegen den. Wir machen so ein bisschen privaten Smalltalk noch. Zum Beispiel darüber, dass man jetzt. Läufst du?